Hallo, mein Name ist Nana Marien. Wir sind hier heute bei Aesthetic Weight in Wiesbaden. Ich bin die Leitung dieses Geschäftsbereichs. Heute wird sich alles um das Thema Magenballons, Magenverkleinerung, Eingriffe zur Gewichtsabnahme drehen. Ich zeige euch die Klinik, wir sprechen mit den behandelnden Ärzten, wir sprechen am Ende noch mit einer Patientin, die schon sehr erfolgreich abgenommen hat. Los geht's und viel Spaß! Aesthetic ist ein deutschlandweiter Verbund von Ästhetikpraxen, Kliniken. Aesthetic Weight ist ein Geschäftszweig. Wir beschäftigen uns insbesondere mit ganz schonenden, minimalinvasiven Verfahren zur Gewichtsabnahme. Das können Magenballons sein, das können endoskopische Magenverkleinerungen sein. Wir sind ja hier heute in Wiesbaden. Es gibt deutschlandweit verschiedene Standorte. Also Sie können die Behandlung auch in Hamburg oder in Berlin durchführen. Wie viele Behandlungen in dem Rahmen werden so pro Tag hier durchgeführt in Wiesbaden? Also wir machen meist 5, 6 Behandlungstage pro Monat. Und an so einem Tag kann es sein, dass wir 6 Ballonimplantationen und 2 Magenverkleinerungen haben. Das wäre so ein durchschnittlicher Tag. Zu so einem Klinikbetrieb gehören natürlich ganz, ganz viele Zahnräder. Wir haben am Empfang die Empfangsmitarbeiter. Wir haben in der Verwaltung die Verwaltungsmitarbeiter. Auf der Station haben wir die Schwestern. Im OP haben wir Schwestern. Und natürlich die Ärzte. Christine, ohne dich geht hier ja gar nichts. Was machst du aber eigentlich hier den ganzen Tag? Wir nehmen die Patienten auf, vereinbaren das Narkosegespräch, führen das Narkosegespräch durch und wenn die Patienten dann ihren OP-Termin haben, begleiten wir sie bis in den OP und wenn sie wieder rauskommen, bringen wir sie dann zu den Angehörigen. Was würdest du sagen, ist so das Interessanteste an deinem Job? Die Vielfältigkeit der Menschen, wie viele Menschen sich für so eine Behandlung entscheiden und dann nach bei den Ballons zum Beispiel jetzt nach einem Jahr das Vorher-Nachher-Bild. Wie sind da so die Ergebnisse? Durchweg positiv. Sicherlich bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger. Die haben ja auch andere Ausgangsgewichte, aber prinzipiell sind die alle sehr positiv gestimmt und sind alle sehr glücklich danach. Siehst du übrigens sehr schön aus. Ja, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Danke. Natascha, du bist ja hier zuständig für die Verwaltung und auch für das Vertragswesen. Erzähl mal, was machst du hier ganz genau? Ich schreibe die Verträge für die Patienten, trete in den ersten Kontakt, kläre die Fragen zur Finanzierung. Die Rechnungserstellung läuft über mich und bin auch sonst für alle weiteren Fragen, was die Verwaltung betrifft, zuständig. Welcher Teil von deinem Job macht dir am meisten Spaß hier? Der Kontakt mit den Patienten. Werden die noch bearbeitet? Ja. Ich meine auch ich. Ich habe gehört, hier gibt es den besten Kaffee Wiesbadens. Das stimmt. Wir trinken mal gerne mal einen Kaffee oder essen mal ein Stück Kuchen, wie jetzt gerade mein Mittagessen. Da kommen ja schon allerlei Leute auch hin. Gibt es so einen Patienten, der einem hier so in Erinnerung geblieben ist? Immer mal wieder. Es kommt nicht so oft vor, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der einfach mit etwas Besonderem einem in Erinnerung geblieben ist. Hast du da spontan jemanden im Kopf? Auf Anhieb, ich müsste kurz drüber nachdenken. Können wir es nochmal filmen? Wir fragen dich einfach später. Ja, und ich habe auch bestimmt euch voll die Essensreste jetzt hier zwischen den Zähnen gehabt. Was gibt es eigentlich zu essen? Selleriekartoffeln und Möhren. Bisschen gesund. Wie man es erwarten würde von der Klinik. Genau. Wie viele Mitarbeiter sind hier involviert? In unserem Team sind wir zu viert. Also 3 Beraterinnen, die Erstgespräche führen. Die beraten deutschlandweit, also telefonisch oder auch per Video. Und dann ein Ernährungsberater, der dann für die Nachsorge der Patienten zuständig ist. Hier an dem Standort machen wir ja noch andere Behandlungen, nicht nur die Verfahren zur Gewichtsreduktion, sondern noch andere Verfahren. Aber in unserem Bereich hier in Wiesbaden sind es 2 Ärzte für Weight und Schwesternpersonal, würde ich sagen, sind immer so 3, 4 mit involviert. Nana, welcher Teil von deinem Job macht dir am meisten Spaß hier? Am liebsten bin ich tatsächlich an den OP-Tagen mit vor Ort, optimiere ein bisschen die Abläufe, spreche mit den Ärzten, hole mir da Feedback ein, aber so vor Ort das mitzuerleben, dass alles gut geplant und organisiert ist, das macht mir am meisten Spaß. Wenn du sagst, gut planen und organisieren, was meinst du damit genau? Also wo die konkrete Zielsetzung sozusagen hinter deiner Arbeit? Dass die Tage im Prinzip reibungslos stattfinden, dass es zu keinen Verzögerungen kommt, dass das Material vor Ort ist, dass die Patienten zügig behandelt werden, dass die Patientenzufriedenheit hoch ist, dass die Ärztezufriedenheit hoch ist. Genau, und gleich sprechen wir mal kurz mit dem Dr. Fachmann. Das ist einer der 2 Operateure hier, der die Magenballons legt, der die Magenverkleinerung macht, der immer telefonisch sozusagen auch die Patienten, nachdem sie so ein Erstgespräch hatten, einen Termin gebucht haben, sprechen sie einmal mit dem Doktor vorher und den holen wir jetzt mal dazu. Du bist ja hier behandelnder Arzt.
Was machst du hier eigentlich ganz genau? Ich mache Magenballons und endoskopische Magenverkleinerung in der Regel bei diesen Weight-Patienten letztendlich, den Patienten der Aesthetic Weight-Gruppe, die uns zugewiesen werden und mit denen wir hier arbeiten können. Es gibt ja tausende Fachbereiche, in denen man sich spezialisieren kann als Mediziner. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt gerade diesen Weg gewählt hast? Ja, grundsätzlich bin ich Chirurg eigentlich von meiner ersten Ausbildung her und habe eben die ganzen chirurgischen Themen wie Magenverkleinerung etc., Magenoperationen oder andere Operationen im chirurgischen Bereich normal ausgeführt, also offen letztendlich und dann laparoskopisch, also Schlüssellochtechnik ist das Stichwort vielleicht. Ja, und jetzt gibt es eben die neuen Möglichkeiten, das Ganze endoskopisch, also sehr schonend und sehr sauber, ohne diesen großen Komplikationen der Bauchchirurgie durchzuführen. Hat mich natürlich gereizt, das so zu machen, weil es einfach eine deutliche Weiterentwicklung ist und für den Patienten auch wesentlich angenehmer natürlich. Jeder hat ja schon mal den Begriff Magenverkleinerung gehört. Wie groß ist eigentlich so ein Magen? Ja, man kann so sagen, so ungefähr zwei Fäuste ist vielleicht normal. Das ist so der Normalbefund. Und dann gibt es natürlich Leute, die eben, viele dieser Patienten, die wir bekommen, die haben eben deutlich vergrößerte Mägen. Und durch diese zum Beispiel endoskopische Magenoperation kann man den Magen eben endoskopisch falten. Und dann wird das wie ein Schlauchmagen. Also praktisch ein relativ enger Schlauch, der dann noch bleibt. Da, ich sage immer aus Spaß, da passen eben jetzt keine 2-3 Schnitzel mehr rein, sondern das geht eben, ist eben relativ klein eigentlich noch. Aber es reicht natürlich und die Leute verspüren eben nicht so schnell dieses Hungergefühl, müssen wieder was essen, sondern sind eben viel schneller satt und damit hat dieser Eingriff schon seine Wirksamkeit getan. Für wen eignet sich überhaupt so ein Eingriff? Ja, also viele Leute machen ja Diäten und ich glaube, dieses Abnehmen ist ja für viele Leute ein Problem. Und meistens ist das dauerhafte Abnehmen eben nicht so einfach. Und für diese Leute, denen können wir eben speziell was anbieten durch die Spezialisten, die wir in der Aesthetic Weight haben, eben durch die Chirurgie, durch die Internisten, durch die Gastroenterologen und die speziell geschulten Ernährungsberater, dass wir für diese Leute eben eine Lösung finden. Ja. Jetzt haben wir heute schon so einen Begriff Magenballon gehört. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, eine Möglichkeit der Magenverkleinerung, ohne den Magen jetzt selber zu falten oder kleiner zu machen, ist einen Ballon einzusetzen, weil man einfach das Volumen des Magens praktisch damit teilweise belegt. Hat man ein Beispiel? Das ist zum Beispiel, das kann man sich so unter einem Magenballon vorstellen. Der ist jetzt natürlich relativ groß aufgepumpt, aber in der Regel werden die so um die 400 bis maximal 800 Milliliter befüllt und damit haben die natürlich ein ziemliches Volumen in den Magen und da passt natürlich dann auch nicht mehr so viel rein. Deswegen sind die Leute schneller satt, das Sättigungsgefühl ist viel schneller. Die meisten Ballons machen wir nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr raus. Kleiner Eingriff, Gastroskopie, Magenballon wird anpunktiert, wird praktisch entleert von der Flüssigkeit, die drin ist und dann zieht man den Ballon praktisch heraus, so wie er auch reingekommen ist ungefähr. Viele Patienten haben damit sehr viel abgenommen. Also das ist schon erstaunlich, was die Ballons leisten können. Wir haben noch eine Patientin, bei der habe ich einen Overstitch gemacht. Das ist also auch eine endoskopisch kontrollierte Magenverkleinerung und die sehen wir gleich. Ja, also das ist mein Zimmer, in dem ich war vor gut einem Jahr und das Ganze hat dann angefangen, dass ich online geschaut habe, mich informiert habe und habe dann einen Telefontermin vereinbart, wurde dann in meiner Mittagspause zu dem gewünschten Termin dann auch angerufen von der Frau Fiedler, haben uns eine halbe Stunde unterhalten, sie hat mich von vorn bis hinten aufgeklärt, auch dass ich die Möglichkeit hatte, das Ganze zu finanzieren. Mir wurden dann die Vertragsunterlagen per E-Mail zugeschickt, habe sie ausgedruckt, mir in Ruhe durchgelesen, unterschrieben, wurde dann angerufen zu dem Narkosetermin, also zu dem Vorgespräch für die Narkose. Ja, ging alles ganz schnell. Dann zwei Tage vor der OP hat mich dann der Doktor angerufen und mich auch nochmal aufgeklärt und dann war auch schon die OP. So, Doc, hier wird sich fertig für den OP gemacht. Ja, wir sind in den heiligen Hallen hier, ja? Also in dem Vorraum dazu zumindest. Und hier sind wir dann schon im OP, in einem der beiden Säle. Und jetzt wird gerade noch ein bisschen vorbereitet für unseren nächsten Eingriff. Ich meine, man hört so, im OP-Saal herrscht Unterdruck oder Überdruck wegen... Unterdruck, genau, ja. Ne? Immer im OP-Saal herrscht immer etwas Unterdruck. Letztendlich, also es saugt im Prinzip die Luft ab und dass eben möglichst steril das Ganze ist. Also bei den Mageneingriffen braucht man das zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, weil das ja eigentlich, der Magen ist ja jetzt nicht so ein super steriler Bereich innen drin letztendlich. Aber für die Prothetik, die wir hier machen oder die Wirbelsäulenoperationen zu machen, da ist natürlich das absolut notwendig. Aber wir haben jetzt noch nicht alles eingeschaltet, aber so für die Anästhesie gibt es hier halt
die Beatmungsgeräte mit den verschiedenen Schläuchen, Monitoreinheiten letztendlich. Das ist das, was alles so üblich ist im Medizinbereich in Deutschland. Also das ist unsere Einheit jetzt, die ist auch noch nicht hochgefahren. Damit werden dann über den großen Monitor wird der Magen schön dargestellt und damit lassen sich die Eingriffe natürlich relativ schön durchführen. Was würden Sie sagen, hat sich in den letzten 20, 25 Jahren so OP-Sälen verändert? Ehrlich gesagt viel mehr Dokumentation. Insgesamt ist natürlich alles sehr viel sicherer geworden, die Geräte sind besser geworden, die Optik ist besser geworden. Okay, dann würden wir einfach mal einen Patienten lagern. Also wir haben einen Beispielpatienten hier dabei. Und normalerweise passiert es in Kombination mit der Anästhesie. Das heißt, der Anästhesist oder der Anästhesiepfleger hilft dabei, wie der Patient gelagert wird, damit wirklich auch alles sauber ist. Weil wenn er nachher schläft, der Patient, der kriegt ja nachher dann eventuell einen Tubus oder er wird in Narkose gelegt mit Medikamente, so in diesen Dämmerschlaf. Da kann man zum Beispiel den Ballon dann legen, das geht dann sehr gut. Da muss natürlich alles sicher sein, dass der Patient auch wirklich richtig sitzt oder liegt und dann eben nicht zur Seite rollt oder sowas bei den Eingriffen. Wir machen eine Seitenlage. Ja, der Arm kommt hier hin, der Arm wird nachher dann hier zum Beispiel fixiert und der Patient hat hinten eine Stütze, sodass sie nicht mehr nach hinten fallen kann. Und dann wird der Kopf praktisch noch in eine nach hinten gebracht, damit man nachher über diesen Weg praktisch das Magen, den Magenschlauch bzw. das Gastroskop einführen kann. Wie lange dauert so ein Eingriff? Auf die Zeit schauen wir eigentlich gar nicht so, sondern das soll safe sein, der Patient soll gut reinkommen, gut rauskommen, ja, und der Magenballon soll gut liegen. Aber ich bitte noch. Ja, gut, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Ja, gut. Ist lange her, oder? Fast ein Jahr. Super, voller Erfolg, oder? Übergewicht haben, das ist ja auch, sage ich mal, ein Prozess. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das Ganze bei dir angefangen hat, bis zu dem Punkt, wo du dir gesagt hast, ey, ich muss jetzt wirklich was verändern? Das fing alles damals an, dass mein Opa gestorben ist, als ich 6,5 Jahre alt war. Und er war so meine Bezugsperson. Ich bin mit ihm zum ersten Mal auch geflogen nach Italien im Flugzeug. Und als er gestorben ist, wurde halt das Essen mein bester Freund. Meine Eltern waren halt auch immer selbstständig und waren auch viel beschäftigt mit der Gastronomie, mit der Pizzeria. Also ich will nicht sagen, dass meine Eltern schlechte Eltern waren, dass ich keine schöne Kindheit hatte, aber sie haben halt doch nicht so die Zeit wie jetzt jemand, der 24/7 für seine Kinder zu Hause ist. Trotzdem hat mir nie an etwas gefehlt. Und das Essen war halt so mein bester Freund. Und ja, wenn du dann zu Hause saß nach der Schule und hast da ein Train Ball Set geguckt oder so, dann hast du mal eine ganze Chipstüte gegessen. Ja. Ja, und dann der Punkt, warum das dann so kam, war dann 2017, war ich dann kurz vor Diabetes gewesen. Musste dann auch schon anfangen mit diesen Diabetes-Spritzen, die jetzt auch so im Trend sind, diese Abnehmen-Spritzen. Und in dem Moment, als ich halt die erste Spritze mir in den Bauch geschossen habe, kam halt mein Bruder rein, hat es gesehen und hat dann auch angefangen zu weinen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt halt stopp, nicht mehr weiter, du musst jetzt was tun. Ja, habe es dann so geschafft von fast 140 Kilo auf den jetzigen Stand von 84 Kilo. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass du mal 140 Kilo gewogen hast. Kannst du ein Bild zeigen? Ja, kann ich. So. Ich glaube, da habe ich noch nicht mal 140 Kilo gewogen, sondern da war ich so bei 120, 125. Ich glaube, ein Foto mit 140 Kilo, ob es das gibt, weiß ich nicht. Okay. Vor ungefähr einem Jahr haben wir diesen Eingriff gemacht. Wie war der Erfolg? Wie war das, dieser Verlauf? Ich würde es jederzeit wieder machen. Weil ich, auch wenn ich mal ein Stück Pizza esse, habe ich kein schlechtes Gewissen. Ja. Man nimmt nicht mehr so schnell zu. Ja. Man lernt anders zu essen. Man überlegt dann auch, esse ich jetzt die Pizza oder esse ich jetzt doch eher einen Salat mit Putenstreifen. Man weiß das zu schätzen, was man isst, weil man ja nicht mehr viel Platz hat. Deswegen guckt man dann schon eher, dass man die gesunden Sachen isst und die halt länger sättigen. Sinn und Zweck des Ganzen ist ja nicht nur, dass man den Magen auch wirklich verkleinert und damit operativ was macht, sondern eigentlich den Patienten dazu zu bringen, dass er letztendlich sich anders ernährt, dass er schneller satt ist, dass er sich umstellt, seine Ernährung umstellt. Und das ist ja offensichtlich auch gut gelungen. Ja? Also das hat ja den Effekt gehabt. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen in unseren Klinikalltag hier, vom Erstgespräch hin bis zur Behandlung, bis zur OP vor Ort. Was ganz wichtig ist, der Doktor hat es gerade schon angesprochen, es geht ja nicht nur um
die Durchführung des Verfahrens, sondern wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie ihr eure Ernährung anpasst, wie ihr euer Essverhalten umstellt. Und das gelingt mit Hilfe des Ernährungsberaters, den ihr mit dabei habt. Wenn ihr bei uns in Behandlung bucht, dann habt ihr auch immer einen Ernährungsberater, der euch ein Jahr lang coacht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Ansonsten bei weiteren Infos kommt gerne bei uns auf der Website vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal.